Hallo und herzlich willkommen zu der Review vom MJX X101, einer der größeren Drohnen von MJX. Heute geht es darum, euch zu zeigen, wie das Ding aussieht, also eine 360-Grad-Ansicht von drumherum, was es so gibt an dem Ding. Einmal so ein paar Details, dann spreche ich danach über die Verarbeitung, wie das Ding aufgebaut ist. Dann würde ich noch gern ein paar Flugvideos zeigen. Wir waren draußen im Park und haben das Ding ein bisschen geflogen. Ich bin es davor schon mal bei Nacht geflogen und habe aber die Aufnahmen zu schlechter Qualität gemacht, also falsche Einstellungen in der Kamera gehabt, aber anderes Thema. Da war es noch ein bisschen kälter und jetzt waren wir schön im Sommer bei perfektem Licht, haben ein paar Zeitlupenaufnahmen gemacht und 360-Grad-Aufnahmen und solche Sachen. Und die werde ich euch dann zeigen, dann spreche ich ein bisschen über das Flugverhalten und danach sage ich, was positiv, negativ ist an dem Ding und vergleichsweise wie mit, zum Beispiel mit dem Sigma X8 oder dem Rayline R10, die so gleiche Preis-Leistung und auch Größe haben. Und am Ende gibt es ein kleines Fazit und ja, das war's eigentlich. Also fangen wir an mit der 360-Grad-Ansicht. So, jetzt müsstet ihr eigentlich das Produkt von, oder die Drohne besser gesagt, von allen Seiten gesehen haben und habt so ein Bild, wie das Ding ungefähr aussieht. Kannst ja auch hier sehen, ja, das ist halt eine Drohne mit einem schicken Style, schönem Design und MJX liefert das Ganze im Normalfall ohne Kamera aus, also so haben wir die immer bekommen und wir legen halt die Kameras dazu und zusätzliche Akkus und die Drohne ist ready to fly, also bedeutet Akkus dabei. Fernbedienung ist dabei und ihr bräuchtet dann eigentlich normalerweise nur Batterien. Die Batterien sind bei uns immer standardmäßig mit dabei, damit man direkt starten kann. Und Drohne ist dabei, Landegestell müsste angebracht werden. Das sind acht Schrauben. Wenn ihr es wollt, die Schutzrahmen, die sind natürlich auch mit dabei. Die sind jeweils mit einer Schraube dran zu machen. Das ist alles dabei, Akkus dabei, natürlich das Ladegerät. Sieht dann so aus, ne, so ein Standard-Ladegerät von MJX und Kamera optional kann man sich dazu bestellen, muss man aber nicht. Was auch noch immer dabei ist, ist dieses Anti-Vibrations-Gimbal, das ist schon direkt vormontiert. Ist ganz praktisch. Kann man sich so vorstellen, wenn man zum Beispiel an eine Drohne ohne so ein Anti-Vibrations-Gimbal eine Kamera dran macht, ohne Dämpfer, ohne alles. Die wackelt halt so sehr, dass der Sensor verwackelt und dementsprechend Wellen entstehen. Also quasi konstant so Wellen auf dem Bild, auf der Aufnahme. Und dementsprechend ist so ein Antivibrations-Gimbal ist ganz nett. Ne, macht auf jeden Fall Sinn. Ansonsten Fernbedienung ist dabei, ist alles dabei, was man braucht. Und man kann sich dann die Pakete so zusammenbauen, wie man will. Zur Kamera. Die Kamera ist optional, aber Empfehlung für dieses große Modell ist natürlich die C4008. Es würde auch die C4010 passen, aber und auch die C405, aber die C4005 ist tatsächlich eine der ersten, die rauskommen sind, hat schon eine massiv schlechtere Qualität als die C408. Die hat eine 720p Auflösung, hat einen ganz guten Sensor drin, ist auch bei schlechten Lichtverhältnissen okay vom Bild her. Und ich zeige hier mal in der Ecke, hier irgendwo, zeige ich mal ein paar Flugaufnahmen, die ich gemacht habe, als wir draußen waren. Und der Vorteil von dieser Kamera ist tatsächlich, dass die eine Mischung aus beiden Welten ist. Also eine vernünftige 720p Auflösung plus Bildübertragung auf Smartphone, interner Speicher und Speicherung auf dem Smartphone. Bedeutet, man muss sich nicht zwei Kameras kaufen, wie zum Beispiel bei Sigma ist das zum Beispiel so, dass man einmal eine 720p Kamera hat und einmal eine Bildübertragungskamera mit 480p. Und dementsprechend ist das so aus beiden Welten was zusammengebaut, was funktioniert und was vernünftig ist. Ist schwenkbar, hat eine gute WLAN-Reichweite von, ich schätze mal so, je nachdem, wie es gestört wird oder nicht, so zwischen 50, 80 Meter. Es gab auch bei YouTube ein Video, da hat der Herr das mit 150 Metern geschafft, Bildübertragung, was ich ziemlich extrem finde.
Aber so 80 Meter sind schon realistisch. Selbst wenn die Übertragung abbricht, die wird dann direkt wieder aufgebaut, wenn die Drohne wieder in Nähe ist und kann dann mehr oder weniger kann die Aufnahme dann beendet werden oder halt irgendwas anderes mit der Kamera gemacht werden. Ja, das war die Kamera. So, jetzt kommen wir zur Drohne selber. Ich bin großer Fan von MATX, mag die Sachen sehr gerne. Das Modell ist relativ leicht, also wenn man das mit der X8 vergleicht, die X8 ist relativ schwer dagegen. Hat einen 1200 mAh Akku drin, der hier unten eingebaut ist. Hört sich am Anfang zu wenig an, aber die Drohne selber ist relativ leicht, also dementsprechend machbar. Also auch mit 1200 mAh hat die eine Flugzeit von, sagen wir mal, 8 bis 10 Minuten, so plus minus. Ich habe es jetzt nicht genau durchgezählt. Ein bisschen weniger als bei der X8, die hat einen 2000 mAh Akku drin, der extrem lange hält, meiner Meinung nach. Aber der Akku ist vollkommen ausreichend. Verarbeitungstechnisch, die ist ganz schick gemacht. Also das Design ist super. Mal was Neues. Vorne sind zwei LEDs drin und die anderen LEDs sind unten verbaut. Also die sind im Gehäuse drin. Ich zeige auch hier, wie es bei Nacht aussieht. Ist ganz cool gemacht. Also tagsüber macht es keinen Sinn natürlich, aber gerade nachts und abends sieht man das natürlich dann und sieht sehr schick aus. Na, also besonders die beiden Front-LEDs und dann halt diese, also quasi das ganze Gehäuse leuchtet ja dann. Das ist schon nicht schlecht gemacht. Verarbeitungstechnisch selber ist Schutzrahmen. Macht Sinn, funktioniert auch, ist leider nur mit einer Schraube dran gebaut worden. Ich habe es noch nicht kaputt bekommen, ich bin auch noch nicht wirklich viel irgendwo gegen geflogen. Ich bin einmal im, ich fliege ja gerne mal schön am Boden, so wie das hier auf dem Video zu sehen ist. Und einmal bin ich halt im Rasen hängen geblieben. Hat sich überschlagen, ist nichts passiert. Was ich noch falsch gemacht habe, ist, ich habe die am Anfang zu wenig angeschraubt. Die müssen richtig schön fest angeschraubt sein, damit die stabil sind. Davor haben die noch so ein bisschen rausgeragt, also die müssen richtig reingepresst werden. Definitiv darauf achten, ansonsten können die Dinger gar nicht halten, weil die Schrauben nicht so tief drin sind. Rotorblätter sind flexibel, gehen glaube ich auch nicht so einfach kaputt, kann ich mir nicht vorstellen. Ansonsten ist alles vernünftig verarbeitet. So eine gute Mischung aus flexibel und, ja, und fest, weil die müssen halt ein bisschen flexibel sein. Wenn die Dinger zu starr sind und irgendwo gegenfliegen, dann zerbricht halt einfach alles und das macht auch keinen Sinn. Ne, das ist alles so. Ein bisschen weich, aber fest. Ja, also wenn man dürfte eigentlich nichts passieren, außer dass das Ding hier rauskommt. Was meine ich auch damit? So, da drin. Aber ansonsten dürfte eigentlich nichts passieren. Landegestell hält, ist ein bisschen zu schmal geraten. Die Drohne kippt gern mal. Also gerade wenn der Boden schief ist. Und nicht perfekt gerade, dann kippt die gerne mal nach hinten nach vorne. Ist verzeihbar, aber das Landegestell hätte ein bisschen größer sein können. Ansonsten verarbeitungstechnisch Fernbedienung. Das ist die Fernbedienung. Ich tue mal die Drohne kurz weg. Kann hier so hinstellen. Das ist die Fernbedienung. Ich habe noch ein Video zur Fernbedienung gemacht, eine Anleitung zur Fernbedienung. Bei der kann man nicht meckern. Ist natürlich auch wieder ein bisschen zu leicht. Also für alle Leute, die Schweres haben wollen, soll ich ja am besten irgendwelche Gewichte dranhängen. Aber ansonsten hat alle Funktionen, hat sogar mehr Funktionen als die meisten anderen Fernbedienungen. Man kann zum Beispiel von Mode 1, 2, 3 und 4, man kann ohne Probleme umschalten. Also bedeutet mechanische Umstellung, dass rechts Gas ist. Hier ist dann links Gas. Man hat einen Beginner, Advanced und Intermediate Mode. Bespreche ich aber alles in der Fernbedienung-Anleitung. Also wenn ihr euch angucken wollt, was das Ding alles kann, von den Funktionen her, dann guckt euch einfach die Anleitung von der Fernbedienung an. Hat einen Headless Mode, hat eine Coming-Home-Funktion und fühlt sich alles vernünftig an. Ist für normal große Hände, so wie meine, die perfekte Größe in der Fernbedienung. Ich mag diese großen, wie von der Zymer zum Beispiel, nicht so gern. Die sind mir einfach zu groß. Ist voll in Ordnung. Es ist halt alles noch Spielzeug. Aber halt Spielzeug im höheren Segment und so, dass es halt auch Spaß macht für die ganzen Großen von uns. Und ansonsten kann man nichts sagen. Ich habe dir einen Akkudeckel verloren, aber das ist so das Einzige, was ich dazu sagen kann. Ansonsten, ja, das war es eigentlich zur Verarbeitung.
Jetzt müsstet ihr ein paar Flugvideos gesehen haben, auch die Zeitlupenvideos. Ansonsten zeige ich hier nochmal oben in der Ecke, passend zu dem, was ich jetzt bespreche. Flugverhalten. Das Ding ist eine Mischung zwischen Flugdrohne, also der Zyma X8 zum Beispiel, die relativ gediegen sich bewegt, halt wie so ein dickes Pferd, ein dicker Elefant, so eine Richtung. Auf der anderen Seite hätten wir zum Beispiel die Raylan R10, die sehr zackig ist, also wie so eine Biene, ne? Die ist die ganze Zeit am Machen, Tun und hin und her. Und die ist dazwischen. Also bedeutet, man kann das Ding, wir waren halt auf diesem, nicht Flugfeld, auf diesem riesen Rasenfläche hier in Düsseldorf ist das, ist in der Nähe vom Rhein, also da gab es definitiv Wind. Und der kam konstant eigentlich von links immer in so Böen. Nichtsdestotrotz konnte man das Ding ohne Probleme in der Luft halten. Also man brauchte auch nicht viel Gas geben oder irgendwas. Das Ding ist einfach schön in der Luft geblieben, schön stabil gewesen. Wenn irgendwas gekommen ist, kann man ohne Probleme ausgleichen. Andersrum, das ist halt praktisch zum Flugvideos machen. Bedeutet, man kann die relativ hoch steigen lassen. Auch wenn ein bisschen Wind ist, kann man ein bisschen gegensteuern, aber die hält sich schön gerade. Dementsprechend kann man dann schöne Aufnahmen von oben machen. Andersrum ist die auch wieder so, dass die vom Flugverhalten her, also man kann richtig schön, also Pfannfliegen, also kann man das Pfannfliegen nennen, ist halt so, wenn man Gas gibt, dann hat die so eine richtig schöne Kippbewegung und fliegt halt wirklich schön nach vorne und man hat konstant das Gefühl, dass man so viel Kontrolle darüber hat, dass man auch relativ nah am Boden fliegen kann. Ja gut, einmal bin ich halt gegen den Boden geflogen, aber es war jetzt nicht so dramatisch, aber man kann halt wirklich schöne Flugmanöver damit machen. Bedeutet, man fliegt richtig schön nah am Boden, dann wenn man hochkommt, steigt das Ding, macht ein paar Barrels, kann ohne Probleme seine Loopings machen und all so Sachen. Also es ist vom Flugverhalten ein richtig schöner Quadrocopter. Also das hat echt Spaß gemacht. Und der X8 war mir zum Beispiel ein bisschen zu langweilig und der R10 ist mir ein bisschen zu hektisch. Ist halt so eine gute Mischung davon und haben die auf jeden Fall gut gemacht. Die Motoren sind schön groß. Hebekraft ist so circa 100 Gramm. Also müssten eigentlich ein paar Action-Kameras drunter gebaut werden können. Für ein Gimbal Brushless mit Kamera funktioniert es natürlich nicht. Ich glaube, das Ding selber wiegt wahrscheinlich so um die 200, 300 Gramm oder sowas geschätzt. Und dann kann es einfach auch nicht aus physikalischen Gründen 250 Gramm mit Gimbal und Kamera heben. War nämlich auch eine Frage von einem Kunden, ob das die X101 schafft. Schafft sie nicht. Aber eine 80 bis 100 Gramm Kamera, ich würde sogar eher tendieren, so eine 60 bis 70 Gramm Kamera drunter zu bauen, ist gar kein Problem. Also es macht auf jeden Fall Sinn. Gerade mit dem Antivibrationsgimbal ist das dann gar kein Problem. Ansonsten gibt es ja immer noch das Originalzubehör, dementsprechend auch kein Problem. So, jetzt kommen wir zum positiven Negativen. Schon mal das Kamerakabel. Also wir fangen erstmal mit dem Negativen an, finde ich besser als positiv und dann negativ. Dann bleibt das Negative vielleicht länger hängen, aber macht gar keinen Sinn. Es sind viele Kleinigkeiten. Drohne selber ist, kann man nicht meckern, also die ist voll in Ordnung. Aber es gibt ein paar Sachen, die ein bisschen störend sind. Erstens das Landegestell. Ich hatte ja als Vergleich die Zyma X8 zum Beispiel. Die hat so ein Landegestell, was in alle Richtung geht und relativ stabil ist beim Landen. Hier hatte ich das Problem zum Beispiel hier nachts auf dem Parkplatz mit den Aufnahmen, dass die gerne gelandet ist. Der Parkplatz ist ein bisschen schief, wahrscheinlich wegen Regen oder keine Ahnung was. Und die ist gerne einfach mal umgekippt. Duck. Na, also quasi gelandet und nach vorne gekippt. Gelandet und nach hinten gekippt. Gelandet und seitwärts gekippt. Je nachdem, wie man gelandet ist. Das Problem hatte ich dann, wo ich die draußen geflogen bin in diesem Park. Hatte ich ja nicht mehr. Also die ist im Rasen, ist sie wunderbar gelandet, also gar kein Problem. Also Herr Landegestell ist ein bisschen zu klein geraten. Ist jetzt nicht so dramatisch, aber hätte man besser machen können. Was mich auch noch nervt ist, wenn man die Ersatzteile bei MRTX ordert. Hier sind ja so Schaumstoffdinger dran. Die kommen als Ersatzteil, existieren die nicht, kann man nicht bestellen und werden auch so nicht ausgeliefert. Vielleicht wechseln die das ja nochmal. Vielleicht hört sich das ja irgendeiner mal an. Und finde ich aber doof, weil diese Schaumstoffdinger müsste man theoretisch dann vom Original abmachen und wieder dran machen oder sich selber was basteln, muss halt nicht sein. Könnte auch als Ersatzteil so existieren und einfach dran machen. Landegestell, nicht optimal, funktioniert aber, ist halt ein Landegestell. Ist schön hoch, dafür dass, ne, kann man halt eine Kamera drunter machen, ohne großartig Probleme zu haben. Aber ansonsten hätte man besser machen können. Schutzrahmen, eine Schraube, nicht so optimal, wenn man die dran macht, hat man oft das, also man muss die wirklich richtig fest reinklicken, damit die fest sind, sodass die halt
sieht man das hier so bündig abschließen. Ich hatte das am Anfang gehabt, dass die relativ weit nach oben waren und die Schraube noch, also nur ein Stück reingeragt hat. Richtig schön festziehen und richtig reindrücken, dann ist das kein Problem. Ist trotzdem nur eine Schraube. Hätte man auch mit zwei Schrauben machen können, um die doppelte Sicherheit für die Schutzrahmen gewährleisten zu können. Motoren sind verlötet. Hätte man auch, ich mag Steckverbindungen lieber, sodass man die Motoren schnell austauschen kann, wenn man es braucht. Andersrum kann man ohne die ganze Drohne zu zerlegen an die Motoren rankommen, man macht einfach unten die Teile ab, auch zur Reinigung wunderbar, eine alte Zahnbürste, die Zahnräder und alles mögliche, wenn da Dreck drin ist, sauber machen. Man muss noch nicht mal die Rotorblätter abnehmen, man kann einfach diese Haube hier abnehmen vom Motor, ablöten, anlöten, neuen Motor reinmachen, fertig aus. Habe ich mal für einen Kunden gemacht. Ist schnell machbar und einfach und dementsprechend ganz gut gemacht auf jeden Fall. Ist halt nur verlötet, ist halt für die meisten Leute nicht so optimal. Aber wenn man sich so ein bisschen für Modellbau interessiert, sollte man auch wissen, dass man Lötkolben heiß macht und einmal dran hält, um so ein Kabel abzumachen und Lötkolben dran halten und Kabel wieder dran machen. Man braucht in den meisten Fällen noch nicht mal Lötzinn, um das irgendwie hinzubekommen. Auch Kleinigkeit, aber nicht optimal. Ansonsten, ja, mit denen hatte ich ja schon angesprochen, ich mag das nicht, wenn die Schrauben seitlich angeschraubt sind. Die können öfters mal Probleme machen. Genau diese kleinen Schrauben und dann ist halt doof, wenn man sich die Schrauben besorgen muss. Wir haben natürlich ein paar da, aber Schrauben sind immer unglaublich schwer von den ganzen ja, großen Herstellern zu besorgen, weil das ist Pipifaxarbeit für die. Keiner hat Lust, da irgendwie Schraubentüten zu packen. Dementsprechend muss man die von woanders besorgen und nur wenn man wirklich Glück hat, kriegt man diese Schrauben. Und ansonsten, ja, nicht optimal. Hat Sümer zum Beispiel besser gemacht mit diesem Klicksystem, aber naja, kann man nicht viel machen. Ich glaube, schlimmer ist, wenn man die durchnudelt mit einem schlechten Schraubenzieher, der nicht perfekt passt, dann ist natürlich noch doofer. Aber es gibt Ersatzschrauben im Paket, wenn ich mich nicht irre. Sieht man das? Das ist hier das, was nochmal, das sind die extra Rotorblätter und da sind auch Ersatzschrauben. Also ist okay, ist okay. Ja, was gibt's noch? Was war noch auf meiner Liste? Schutzrahmen waren ja okay. Sticks der Fernbedienung. Die sind nämlich, ich tue das mal kurz weg. Mal kurz halten. Sticks der Fernbedienung, die sind, gut, bei mir sind die ganz gut fest, aber die sind halt lose. Die werden hier reingesteckt. Und die sind jetzt auch nicht so mega fest. Also bedeutet, die kann man sehr schnell verlieren. Besonders wenn man die Fernbedienung in irgendeine Tasche tut oder irgendwo was reintut. Der ist echt fest. Gut, nicht schlecht. Wie habe ich das denn gemacht? Aber der ist zum Beispiel sehr locker drin. Also so ist es normal, glaube ich. Habe ich jetzt auch öfters gehört, dass die Leute halt die Sticks verloren haben und dementsprechend die Sticks gesucht haben. Habe ich auch nachbestellt. Also musste ich tatsächlich extra anfragen, weil das auch nicht, das ist kein normales Ersatzteil, diese Sticks zu besorgen. Habe ich bekommen, also auch nicht das Problem. Und noch eins der Probleme, die ich öfters gehört habe, ist dieses Kabel hier. Das ist das Kabel von. Stellt der scharf? Der weiß, glaube ich, nicht, wo ich bin. So, das Kabel hier ist für den, ja, für den Akkuanschluss, also das Ladeanschluss zur Kamera, also als Stromversorgung. Und ich kann das ja mal zeigen. Ich drücke mal kurz weg. Die Kamera hier unten drunter. Schon geht das jetzt direkt kaputt. Aber das ist das Kabel und das wird halt hier unten reingesteckt. Und um das rauszuholen, kann man leider nicht. Also am besten wäre, wenn man mit dem Finger drunter geht und das weiße Kabel rausholt. Aber man zieht immer am Kabel. Also bedeutet, man mit der konstanten Kraft zieht man an diesem Kabel. Und das hält nicht ewig. Also wenn man das wirklich oft rein und raus machen will, am besten irgendeine Spitze nehmen und dann ein bisschen rausdrücken. Weil das kriegt man relativ zügig kaputt. Habe ich auch als Ersatzteil nachbestellt. War noch schwieriger zu bekommen, weil MX ungern für diese Sachen Kabel und Kleinteile rausgibt. Also gerade für so Zubehörsachen gibt es ungern, also hatten wir früher schon mit dem Blush, das ist ja eine andere Geschichte, aber gerade so diese Zubehörteile musste ich woanders her bestellen. Dementsprechend gibt es als Ersatzteil, ist nicht so dramatisch, ist preislich jetzt bei um die 5 bis 6 bis 7 Euro, je nachdem. Aber ist natürlich doof. Kann man auch selber reparieren. Also diese kleinen weißen Stecker kann man separat kaufen, habe ich bei eBay auch gefunden. Und ist dann nicht so ganz dramatisch, aber ist natürlich doof. Ne? Also gerade wenn man viel zieht und gerade öfters mal die Kamera da raus und reinbaut,
wer auch immer das macht, ich lasse die einfach dran. Ist natürlich doof, wenn das Kabel kaputt geht. Gerade ne, so ein kleinstes, quasi das kleinste Teil von dieser doofen Kamera geht dann natürlich kaputt. Ist nicht so dramatisch, aber auch nervig. Kann passieren. Ansonsten, ich schau das mal weg. Positives. Flugverhalten natürlich optimal, habe ich ja schon drüber geredet. Hebekraft. Durch die dicken Rotoren und relativ großen Motoren kann die bis zu 100 Gramm heben. Bedeutet, man kann sich da Action-Cams drunter schnallen, mit der normalen, wahrscheinlich Klebeverbindung irgendwie festmachen nochmal zusätzlich. Kann man sich da eine schöne Kamera drunter machen, ohne großartig Probleme zu haben beim Fliegen. Flugverhalten wird natürlich ein bisschen eingeschränkt, dadurch, dass das Gewicht relativ hoch ist dann. Loopings und andere Sachen ist dann nicht so optimal. Aber man sollte die Kamera in die Luft bekommen und relativ schöne Flugaufnahmen machen. Und ist halt ganz interessant, wenn man dann so hochwertigen Kameras ja, umrüsten will und sich da ein bisschen mehr mit beschäftigen will und ein bisschen mehr Geld dafür ausgeben will. Dementsprechend kann das Ding ohne Probleme machen, hebt das ohne Probleme und sollte dann nicht das Problem sein. Ansonsten, wer halt nicht die teuren Kameras kaufen will, kann auch diese Original 720p Kamera nehmen von MJX. Ist absolut ausreichend von der Qualität her. Ich zeige hier nochmal ein Video von oben, was für Aufnahmen die macht. Ist für den Hobbybereich absolut ausreichend. Speichert intern, extern auf dem Smartphone. Also quasi hat einen internen SD-Kartenspeicher von, ich glaube 4 GB, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und überträgt noch die Bilder aufs Smartphone, was eine gute Kombination aus beiden Welten ist und dementsprechend ganz nett ist. Von der Bildqualität ist in Ordnung. Ist jetzt auch nicht die Riesenwelt. Das Schöne ist, die macht bei Dunklen auf, also wenn es dunkel ist oder bei Licht, also bei fluoreszierendem Licht oder bei, also nicht bei Tageslicht, macht die auch noch halbwegs in Ordnung Aufnahmen. Also ich habe Schlimmeres, viel, viel Schlimmeres gesehen, wo man echt so ISO-Augenprobleme bekommt. Ist bei der Kamera jetzt nicht so dramatisch, die macht auch bei schlechten Lichtverhältnissen noch halbwegs in Ordnung Bilder. Man sollte nicht zu viel erwarten, ist jetzt keine 1500 € Kamera oder ähnliches. Ja, ansonsten Akkulaufzeit ist gefühlt ein bisschen weniger als beim Zoomer mit dem 2000 mAh Akku, hat nur ein 1200er drin, ist aber um einiges leichter als die Zoomer X8, dementsprechend ja, Flugzeit von 8 bis 10 Minuten, je nachdem wie viel Loopings man macht. Man macht aber auch, also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nach 50% Akkuleistung oder sowas darf man gar keine Loopings mehr machen. Verbietet dann die Drohne aus Gefahrengründen oder was weiß ich. Naja, auf jeden Fall, Flugzeit ist in Ordnung, nicht optimal. Also ich mag alles, was über 10 Minuten ist, ist aber relativ schwierig zu bekommen anscheinend und dementsprechend ja, nicht so dramatisch. Ansonsten, Positives. Gute Mischung aus beiden Welten, Flugdrohne und Kameradrohne. Und ist ruhig im Wind, also man kann ohne Probleme gegensteuern, leicht auszubalancieren, Zubehör war gut, ansonsten. Im Vergleich mit der 7 X8 habe ich aber schon jetzt öfters erwähnt, 7 X8 ist schwerer, mehr eine Kameradrohne, fliegt alles ein bisschen ruhiger, hat dafür eine lange Akkulaufzeit, was ziemlich cool ist und ist von der Verarbeitung her, also wenn man die X8 hebt, die ist schon massiver, ne? Also das geht glaube ich nah an die 500 Gramm Grenze dran, bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher, aber gefühlt halt. Und die ist halt so ein Zwischending zwischen einer Kamera und Flugdrohne. Man braucht halt auch nicht viel Kraft, um die in der Luft zu halten, was ein riesen Vorteil ist. Bei der X8 muss man schon Power haben, um das Ding hochzubekommen. Und ist halt so ein Mehrrichtung Flugdrohne. Man kann halt ein paar schöne Manöver damit fliegen. Man hat konstant das Gefühl, dass man das Ding unter Kontrolle hat. Und alternativ gibt es ja noch die Rayline R10, die kleine schwarze da. Und die ist halt sehr zackig. Also das ist so, man merkt halt richtig, die will Gas geben konstant und die ist sehr unruhig. Ne? Also gerade für Anfänger ist die R10 nicht gedacht. Das ist also quasi für Anfänger ist die X8 und die ganz gut. Auch von der Größe her und wenn man draußen fliegen will, bei mäßigem Wind ist es natürlich dann für Anfänger perfekt. Und die R10 ist schon, die will abgehen. Also die war sehr unruhig und man muss halt konstant, na, so hat man das Gefühl, dass man arbeiten muss. Ja, und das war's. Zum kurzen Fazit, wir haben ja über die meisten Sachen schon geredet, wunderbares Flugverhalten, eine gute Mischung zwischen Kamera und Flugdrohne, das worüber ich ja vorhin die ganze Zeit geredet habe, ansonsten einfach nochmal zurückspulen,
Viel Zubehör, was heißt viel Zubehör, aber gutes Zubehör mit der 720p-Kamera und Bildübertragung, vernünftige Fernbedienung, die Spaß macht mit vielen Modes, also mit allen vier Modes, die man auch umstellen kann. Headless Mode, Gimbal mit Antivibration, also alles wunderbar, vernünftig verarbeitet, kann wunderbar fliegen. Hoffentlich habe ich das auch so gezeigt in den Flugvideos, ansonsten, ja, kann man eigentlich nicht dazu viel sagen. Also ist auf jeden Fall nettes Spielzeug, immer noch im Spielzeugbereich, also nicht im Profibereich. Da gibt es ja natürlich wieder ganz andere Sachen und ist aber auf jeden Fall ein guter Einstieg in die Profiklasse und macht auf jeden Fall mega viel Spaß. Und ich hatte echt Spaß, die Aufnahmen zu machen und hatte immer konstant das Gefühl, dass ich das Ding perfekt fliegen kann. Dementsprechend kann man sich auch viel wagen. Und ja, das war's. Also definitiv eine meiner Lieblingsdrohnen im Moment. Gucken wir mal, was so in den nächsten Jahren kommt. Aber im Moment ist die X101 definitiv ja, schon Nummer 1, sagen wir mal so. X8 war ja auch mein Liebling. Ist aber eine andere Flug, also anderes Flugverhalten, geilere Verarbeitung, viel schwerer. Aber also X101 ist eine gute Mischung aus allen Welten und kann alles, macht alles und ich habe jede Menge Spaß mit gehabt. Also, viel Spaß beim Fliegen und ich hoffe, hat euch irgendwie geholfen, das Video. Und bis zum nächsten Mal.